Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Wieder ist ein Game Dev Bundle am Start und zwar das Low Poly 3D Bundle im Wert von ca. 500 Euro. Enthalten sind 29 Asset Packs von der Plattform Game Dev Market und die bekommst du in den nächsten Tagen für nur 25,35 Euro. Wenn dich das Bundle interessiert und du mich unterstützen möchtest, kannst du es dir über den Humble Partner Link in der Videobeschreibung kaufen. Dir entstehen dadurch selbstverständlich keine weiteren Kosten. Enthalten sind folgende Assets: das Low Poly Complete Collection Polyworks mit 3187 Models, immer in so kleinen Style-Paketen. Dann einmal das Creatures Animals Animated Pack, nicht nur eine vor allen Dingen, und das Humans Animated Pack, dasselbe nochmal. Archer, Mage, Dwarf und so weiter, da ist auch Paladin, da ist auch alles dabei, können wir auch mal kurz reinschauen, ist wahrscheinlich ähnlich. Dann das Fantasy Characters Bundle. Da haben wir 7 animierte Charaktere. Das sind dann die hier. Das Low Poly Characters Pack. Was haben wir da? 70 Low Poly Models. Sind die animiert? Ne, sind aber fully rigged. Low Poly City Asheville. Low Poly Farm Happy Lifeville. Low Poly Resort Islandville. Okay, ist alles dabei. Low Poly Sci-Fi Kit mit 100 High-Quality Modular Meshes. Ist nur die Frage, was die jetzt mit High-Quality meinen, aber so vom Style her gefällt mir das schon. Dann haben wir das Low Poly Kit Dungeon. Da scheint auch ordentlich was dabei zu sein. Steht das hier? Ja, 130 Stück. Auch wieder High-Quality. Naja, okay. Aber vom Style her gefällt mir das auch. Also insgesamt der Style gefällt mir bei den meisten. Dann das Stylized Dungeon Pack. Was haben wir da? Das weiß man nicht so genau. Aber wahrscheinlich genau das, was man sieht, ist es meistens, wenn die nicht genau dabei schreiben, was es ist. Ist wahrscheinlich alles modular aufgebaut, komplett. So, ist nur die Frage, warum das 19 Euro kosten soll. Dann einmal das Medieval Weapons Fantasy Poly Pack. Das sieht schon wieder ganz cool aus. Und was haben wir da? 10 Schwerter, Speer, 10 mal eine Axt, 5 Shields. Gefällt mir auch. Das Polygon City Pack Environment and Interieur geht hier. Das ist jetzt die Frage, aber, ne? Ist alles dabei, was man sieht? Wahrscheinlich, denke ich mir noch. Ne? Gucken wir mal hier unten. Ui, 3000 plus Prefabs. Das ist auf jeden Fall ordentlich. Ja. Je nachdem, was es für eine Qualität ist, kann ich meine, das ist jetzt ultra low profile, ultra low poly, aber 1960 für 3000 Props ist wahrscheinlich okay. Wenn das alles so ist, wie das hier aussieht, denke ich, dann wird das wohl passen. Wir bezahlen ja eh nur 25, von daher passt es. Poly City Big Cartoon Pack, was haben wir hier? 1200 Objekte, boah, das insgesamt ist ordentlich Kram drin. Das Medieval Interior Pack Low Poly, was haben wir da? 953 Objekte. Das Low Poly Vehicle Pack, da ist jetzt nicht so viel dabei. Sorry. Ja, okay, das war's schon. 1960, ne? Ist ein bisschen over the top manchmal. Orc RTS Fantasy Buildings, ja, da kommen Oldschool Vibes wieder hoch. Was haben wir da? Was ist da drin? Prefabs, egal. Ne, da 9 Buildings, 8 Props. Human RTS Fantasy Buildings, was haben wir da? 9 Buildings, 10 Props. Wieder ca. 19 Prefabs. Dwarf RTS Fantasy Buildings, da haben wir 27 Prefabs, aber wir wollen genau 12 Buildings, 15 Props, das ist das Wichtige. Vampire RTS Fantasy Buildings, boah, heute habe ich es aber. 41 Prefabs, aber genau, 9 Buildings, 6 Interieurs, 26 Props. Auch 1960, ist alles 1960? Ist alles 1960, ne? Dragon Village, ja, fällt ihm nach 3000 Jahren auf. Dragon Village RTS Buildings, da haben wir 8 Buildings, 9 Props. Environment Retro, EnviroKit Retro Interiors. Das sieht jetzt schon wieder cool aus. Also das ist jetzt das, was mir bis jetzt am besten gefällt. Diese Retro-Vibes hier finde ich ziemlich geil. So RTS-mäßig.
Steht dabei, wie viel und was und wo und weshalb überhaupt. Und das kriegt man dann für 1 Euro, aber wahrscheinlich ist es auch nur das, aber das gefällt mir schon mir persönlich sehr gut. Und das auch. Schon wieder EnviroKit Retro Forest. So, ganz ruhig. Gucken wir mal rein. Ohne Sound natürlich. Komm. Ja, kann man auch direkt ein cooles RTS draus machen, ne? Ja, ist richtig Kram drin. Gehen wir mal weiter. Steht nicht drin, wie viel, ne? Dann das Ganze nochmal im. Das ist dasselbe im Winter, ne? War dasselbe bei Winter dabei? Wahrscheinlich nicht, ne? War da Winterkram dabei? Nee, aber verschiedene. Nee, okay. Das passt auf jeden Fall. Das Ganze nochmal in Winter und irgendwas anderes. Nee, nur Winter. EnviroKit Retro Village. Auch cool. Ja, ich mag diesen einfachen, leicht, dieses stylized Look. Das mag ich so. Ist auch oldschool, aber ich find's geil. Steht wieder nicht dabei, was es ist. Also wieder wahrscheinlich, was wir sehen. Dann haben wir das Medieval Village Pack. Hier steht es auch nicht dabei. Scheint mehr zu sein, als wir hier sehen. Aber ich meine, insgesamt können wir sowieso nicht meckern. Die Low Poly Farm Animals. Okay, was haben wir denn da? Eins, zwei. Ah ne, das sind die Grounds, Apples. Da. Chicken. Ja, wenn wir mal hingucken. Animated auch. Chicken, Cock, Cow, Turkey, Dog, Pig, Sheep, Duck und Hive. Und Low Poly Characters Pack 20, auch animiert wieder, ziemlich geil. Das sind sie wahrscheinlich dann alle. Na ja, okay, das wäre dann für mich gewöhnungsbedürftig, aber nehme ich mit. Low Poly Trees, Stylized, ja, ich mag sowieso Stylized Kram. Low Poly Trees, 9 Stück sind es mit 3 verschiedenen Farben. Wäre auch schon in dieser 1-Euro-Tier drin, aber mich interessiert immer nur das ganze Paket, das weiß der auch schon. Ja, und das war's auch schon. Lass ein Abo da, um keine Deals mehr zu verpassen. Schreib mir auch gerne in den Kommentaren, wie dir das Humble Bundle gefallen hat und vor allem, wie du das Bundle für dein Projekt einsetzen möchtest. Mir gefallen vor allem die Retro-RPG Landscape Packs und für alles andere gilt für mich wie immer, was man hat, hat man und was man nicht braucht, wird nicht gelöscht, weiß der schon. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like da für mehr News dieser Art. Supporten kannst du mich nun auch über eine Kanalmitgliedschaft und wie immer über Patreon. An der Stelle noch einmal vielen, vielen Dank an alle, die mich bereits supporten. Wenn du Hilfe brauchst, schreib deine Fragen wie immer gerne in die Kommentare oder in den Community-Chat auf Discord. Bis dahin und wir sehen uns im nächsten Video. Unreal Engineer out.